5 Jahre und 10 Monate, so lautet das Urteil für den früheren Herzog von Mallorca, Iñaki Urdangarin. Wegen Veruntreuung von fast 6 Millionen Euro an Steuergeldern, Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche wird der ehemalige gefeierte Profi-Handballer 2017 zu einer fast 6-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Wie viele Verurteilte darf auch er sich als spanischer Staatsbürger die Haftanstalt aussuchen und wählt ein ganz besonderes Gefängnis, einen Frauenknast. Dort ist er unter rund 100 weiblichen Insassen der einzige männliche Häftling. Schon nach 15 Monaten wird ihm für 2 Tage in der Woche Freigang gewährt, um in einem Zentrum für Menschen mit Behinderung als Freiwilliger zu arbeiten. So kann er jeweils für 8 Stunden seine Einzelhaft verlassen. Dies kommt, genauso wie die Wahl des Frauengefängnisses, nicht bei allen Spaniern gut an und ihm wird eine Sonderbehandlung vorgeworfen. Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird dem vierfachen Familienvater auch diese Möglichkeit verwehrt, sodass er vorerst in Gewahrsam bleiben muss. Nun darf er allerdings seit Juli wieder den Knast verlassen und uns fällt gleich seine optische Veränderung ins Auge. Mit Maske, kurzen Shorts, einem weißen Oberteil und einer lässigen Stofftasche verlässt er das Auto Richtung Eingang der Behinderteneinrichtung. Auch trägt er deutlich kürzere Haare als noch in den Wintermonaten. Aktuell hofft der 52-Jährige, wie in den spanischen Medien spekuliert wird, auf eine Erhöhung seines Freigangs auf 6 Tage pro Woche, sodass er nach der langen Corona-Zeit wieder zu seiner Familie und seinen Kindern reisen kann.